Guten Tag, mein Name ist Dr. Robert Neumann von der Handelsvertretung Steiger. Ich möchte Ihnen heute den Titrator Titroline 7000 des Herstellers SI Analytics vorstellen. Wir haben Ihnen bereits in einem früheren Video den kleineren Bruder Titroline 6000 vorgestellt. Wie dieser kann auch der Titroline 7000 für pH- und Millivolt-Titrationen auf bis zu zwei Endpunkte verwendet werden, kann darüber hinaus aber auch auf zwei Äquivalenzpunkte titrieren bzw. pH-Start-Methoden bearbeiten. Der Titroline 7000 erkennt über einen eingebauten Transponder-Chip die Größe des verwendeten Wechselschlittens und auch die darin enthaltene Titrierchemikalie. Im Gegensatz zum Titroline 6000 ist es beim Titroline 7000 auch möglich, pH-Elektroden mit ID-Funktion zu verwenden. Bei diesen werden die Kalibrierdaten zusammen mit Kalibrierdatum bzw. einem eventuell hinterlegten Kalibrierintervall direkt im Stecker der Elektrode gespeichert und über einen Transponder vom Titroline 7000 ausgelesen. Für den Fall, dass verschiedene pH-Elektroden simultan verwendet werden, ist es somit nicht erforderlich, nach dem Wechsel der Elektrode direkt am Gerät neu zu kalibrieren, sondern die zur Elektroden passenden Kalibrierdaten werden aus dem Transponder des Elektrodensteckers passend ausgelesen. Am Titroline 7000 können selbstverständlich auch konventionelle Elektroden, bei Bedarf auch ein separater PT1000 Temperaturfüller verwendet werden. Für den Fall, dass ID-Elektroden verwendet werden, ist darauf zu achten, dass der Elektrodenstecker mit dem Transponder möglichst nach oben eingesteckt wird, um die Erkennung der Elektrode sicher zu gewährleisten. Die weiteren Anschlussmöglichkeiten des Titroline 7000 sind teilweise schon vom Titroline 6000 bekannt. USB-Schnittstellen, um Tastatur oder USB-Stick anschließen zu können, wenn das Gerät als Standalone-Gerät verwendet wird und die Daten direkt auf ein Speichermedium geschrieben werden sollen. Darüber hinaus beim Titroline 7000 auch Anschlussmöglichkeit an einen PC, um das Gerät über eine Titrationssoftware zu steuern und weitere Schnittstellen, um den Titrationsmessplatz mit weiteren Titrier-Dosierbüretten oder auch Probenwechsler erweitern zu können. Bei hohem Probenaufkommen bzw. dem Anspruch, sehr viele verschiedene Methoden verwenden zu können, bietet der Titroline 7000 die Möglichkeit, den Messplatz mit einer PC-Software zu erweitern. Die gesamte Methodenverwaltung und Entwicklung wird dann über die PC-Software geleistet und es ist nicht mehr erforderlich, Methoden direkt am Gerät zu parametrieren. Bei einer hohen Zahl zu messender oder titrierender Proben ist die Erweiterung mit Probenwechslern mit bis zu 72 Positionen möglich. Je nach für die Messung oder Titration nötigen Volumen bzw. der für die Aufgabenstellung erforderlichen Elektroden- und Titrierspitzenanzahl ist es möglich, auf dem Probenwechsler TD7400 Probenrex mit 42 bis 72 Positionen zu verwenden. Als Titrierbecher bewähren sich Super-Duty-Bechergläser von Duran sehr gut. Diese haben verglichen mit einem Standard-Duran-Glas eine deutlich höhere Wandstärke. Durch die dadurch erreichte größere mechanische Stabilität sind diese Gläser auch bei häufigem Spülen in der Spülmaschine sehr robust und dauerhaft. Je nach Aufgabenstellung kann es erforderlich sein, zwischen den einzelnen Messungen oder Titrationen die Elektrode und die Titrierspitze zu spülen. Dafür können entweder 1 bis 3 Positionen am Anfang des Probenrecks oder 1 bis 3 Positionen am Ende des Probenrecks bei Bedarf als Spülposition definiert werden. Alternativ ist die Verwendung einer Spülpumpe möglich. Bei Verwendung einer Spülpumpe hebt sich nach beendeter Titration oder Messung der Titrierkopf nur so weit über das Probengefäß, dass der Spritzschutz noch auf diesem aufliegt. Anschließend werden über eine mittig angebrachte Spüldüse alle umliegenden Elektroden und Titrierspitzen mit Wasser abgespült, bevor der Titrierkopf zur nächsten Probe weitergefahren wird. Jeder Position auf dem Probenrack werden in der Titrationssoftware über Arbeitslisten die Probeninformationen wie Probenbezeichnung, vorgelegte Menge und gegebenenfalls weitere probenspezifische Daten sowie die zu bearbeitende Methode zugeordnet. Die Zuordnung der Proben kann entweder manuell erfolgen, indem zu jeder Position auf dem Probenrack die zu bearbeitende Methode ausgewählt wird und dazu die entsprechende Probenbezeichnung sowie Probenmenge eingegeben wird. Alternativ ist es auch möglich, wenn beispielsweise von externen LIMS-Systemen bereits
Daten vorliegen hinsichtlich Probenbezeichnungen, Einwagen und den zu bearbeitenden Methoden, diese Probenlisten in die Arbeitsliste der Titrisoft zu importieren, was die Zuordnung der Proben erheblich vereinfacht. Sind in der Liste alle erforderlichen Angaben gemacht, wird die Arbeitsliste gestartet und der Probenwechsler beginnt, die Analysensequenz abzuarbeiten. Sobald die Titration der aktuellen Probe beendet ist bzw. die Messwerte vorliegen, werden die berechneten Ergebnisse in der Arbeitsliste eingetragen. Von der aktuell laufenden Titration wird die Titrationskurve neben der Arbeitsliste klein dargestellt bzw. kann bei Bedarf auch vergrößert angezeigt werden. Die Software speichert die Ergebnisse sämtlicher Titrationen und Messungen in der softwareinternen Datenbank. Dort können die Ergebnisse in einfacher Weise nach Datum, Methode, Probenbezeichnung und weiteren Kriterien sortiert werden, um auch nach längerer Zeit bestimmte Analysen wieder zu finden. Neben den Rohdaten sind dort die Titrationskurve, die Ableitung und eventuell berechnete Äquivalenzpunkte ersichtlich, zusammen mit allen Angaben zur bearbeiteten Probe und sämtlichen berechneten Ergebnissen. Auch die genauen Einstellungen der Titrationsmethode sind hinterlegt, sodass jederzeit nachvollziehbar ist, auf welchem Weg die Ergebnisse zustande kamen. Bei Bedarf können aus der Datenbank auch nachträglich Reports und Ergebnisse ausgedruckt oder exportiert werden.